Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Jetzt geht's weiter mit unserer Folge. Viel Spaß. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Es hat geklappt. Komm. Meinst du, es ist sicher? Geh mal einfach mal durch. Vella Glan. Es ist ja so still geworden. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Oh oh. Ich hab nicht so viel Essen. Oh, oh. Das ist nicht euer Ernst. Ich suche das Zimmer nebenan mit... Oh Gott. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ein richtig mieses Gefühl. Erkannt. Eindringlinge. Eindringlinge zerstören. Scheiße. Stirb! Warum weicht der nicht aus? Ey, weich bloß keinen Millimeter aus! Ja, genau! Bloß nicht ausweichen! Die soll die mal richtig kräftig treffen! Das wirst du bereuen! Ja, ich werd's bereuen! Aber die Hexe ist cool. Die nehme ich öfter mit. Das wirst du bereuen. Na? Der ist echt verdammt zäh. Das muss ich ihm lassen. Bei Feuer glaube ich sowieso nicht gerade das Beste. Nimm mich mal an. Komm, Mädel, du schaffst das. Mach. Also mich darf er nicht mehr erwischen, weil das der... Macht zu viel Schaden. Nee, ich wollte die gerade erledigen. Och Mann. Vella Glan. Das wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Ja. Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Und ich habe natürlich die Hauptarbeit gelassen. Deine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Dieses Tier kannst du nicht angreifen. Ja, wollte ich ja auch nicht angreifen. Ich wollte eigentlich nur mal eben was wissen, aber egal. Gut, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Das Problem ist, ich weiß jetzt auch nicht, wir haben noch bestimmt irgendwo mal einen Heiltrank oder irgendwas bekommen. Oder ist das wirklich nur über die Nahrung? Verzehrbares. Bratäpfel.
Vitalitätsregeneration im Kampf pro Getötet mit dem Gegner. 15, 10. Donnertrank. Den haben wir sowieso nicht verwendet. Der ist jetzt aber auch immer noch nicht da drin, ne? Naja, gut. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Habe ich gerade Blitze gehört? Tut mir leid. Ich habe ein Pferd gehört. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich. Das Oha! Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und wie? Nein! Stirb! Das ist ein Level 6er. Das wirst du bereuen! Du schaffst das! Scheiße. Scheiße! Aua! Nein, das war die falsche Taste! Aber Feuer ist, glaube ich, nicht so gut gegen Gargoyle, ne? Moment, was haben wir denn noch? Schutzschild? Ja, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Das schaffst du. Stirb! Du schaffst das, Mädel. Hau drauf. Aber das mit dem Schutzschild war irgendwie so überhaupt nicht. Magische Falle vielleicht? Boah, das ist dein Ernst. Ich kann ja gar nichts machen. Da lache ich doch. Kann ich auch mal angreifen? Nein! Hau ab, Mann! Ich habe schon wieder falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich schlagen. Oh Gott. Was für eine Scheiße müssen wir hier noch alles machen? Vella Glan. Oh ja, Ernst. Boah. Okay. Ist da hinten denn nichts? Aber das sieht so aus. Naja, wahrscheinlich nicht. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Nee, Moment, da nicht, ne? Hier, oder? Oh, Scheiße. Da müssen wir rum. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Komm. Wahrscheinlich ist der Golem auf der anderen Seite. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Vella Glan. Folge den Kriegern der wilden Jagd. Wilde Jagd. Definitiv. Oh oh.
Das ist nicht euer Ernst. Ich muss vorher noch mal kurz ins Inventar gehen. Ich habe ja nichts, was mich heilt irgendwie. Kann ich keine Tränke oder sowas nehmen, die mich heilen? Ich habe doch keine Ahnung. Oh Gott. Monster, irgendwas. Zerriebene Perle. Oh, ich weiß auch gar nicht, wie man was herstellt überhaupt. Aber ich glaube, man muss irgendwo hingehen, ne? Um was herzustellen. Alchemie. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich hab so Schiss gerade. Und ich will das auch nicht... Nee, helle Essenz, nicht heilende Essenz. Oh, ich will das auch nicht alles von vorne nochmal machen müssen. Deswegen, ich glaube, ich speichere hier nochmal kurz ab. So. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Gehst du da jetzt hoch? Mann. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Esse esse. Ta pardone. Milini Hamar. Rein! Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crest Zwoge ab. Bleib dicht bei mir. Oh mein Gott. Daria Nanoi! Fertig. Bleib bei mir. Moment, können wir nicht da hinten nochmal hin? Da ist eine Truhe. Oh. Dein Ernst jetzt? Da war eine Truhe, Mädel. Das ist wichtig, dass ich die Sachen bekomme. Denke ich. Ich meine, bisher konnte ich noch nichts herstellen. Wir müssen sie schließen. Soll ich? Ich mach's. Aber gib mir Deckung. Vor was? Oh. Ich hätte mich fragen sollen. Ja, ist ja gut. Nein, bleib da drin! Bleib da drin, du blöd Idiot! Oh, wie viele kommen dann noch? Echt jetzt? Dein Ernst, oder? Jetzt habe ich Apfelsaft. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Problem ist, ich habe halt nicht unendlich viel Heilung. Jetzt blockier mich hier nicht. Na komm, komm. Am
Ungal Skavanach! Nur noch einen! Wo geht die denn jetzt? Geh zur Kiste. Geh zur Kiste. Los. Du musst zur Kiste gehen. Wahrscheinlich kann ich die jetzt im Nachhinein gleich alle machen. Nein, nicht wegstecken. Oh, ich habe die Falle noch drin. Scheiße. Wollte ich nie machen. Ich bin Stufe 4! Ja! Oh. Was ist los? Geht vorbei. Es hat ganz schön viel Kraft gekostet. Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Ich weiß. Wir müssen weiter. Nicht, dass ihr die Brüste gleich rausfallen. So, wir müssen weiter. Okay. Wir haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich... Ich mach das schon. Das ist okay, aber ich möchte bitte gerne erstmal die Sachen hier einsammeln. Vielleicht ist es nicht viel, aber... Keine Ahnung, was ich hier gerade einsammle. Ach, das ist sie da hinten. Komm, vielleicht holen wir sie noch ein. Ja, Moment, Moment. Du bist ja nicht dahin gegangen. Hier am Anfang war ja noch eine Truhe. So schnell kriege ich gar nicht mit, was ich jetzt hier überhaupt gerade einsammle, aber... Moment, da ist noch eine. Hatten wir die nicht eingesammelt? Doch, die hatten wir eingesammelt, okay. Okay. Dann los. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl dabei. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Nun, ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Das ist richtig. Gib's endlich zu. Ja, niemals. Was ist hier mit der Tür? Hallo, müssen wir da nichts machen? Ja, genau. Bloß, hat er sich gerade wehgetan dabei? Er erwartet uns. Wer? Muss ich nochmal zwischenspeichern, oder? Ich denke, ne? Oh Gott. Ich will das wirklich nicht nochmal machen. Also haltet mich für bekloppt. Haltet mich für bekloppt, aber das möchte ich nicht nochmal alles wiederholen. Geralt, soll ich dir helfen? Ja. Bleib zurück. Nein. Hör auf, mich rumzukommandieren. Mal sehen, wie lange ihr durchhaltet. Nein, falsche Taste. Aber zumindest macht der... Gerade zumindest noch nicht so einen Schaden wie der eine.
Was nicht heißt, dass es besser ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo soll er jetzt hin? Warum läuft er da hinten? Bumm. Salam. Geralt, sieh nur! Er öffnet eine Passage! Nein! Bleib ruhig. Konzentrier dich. Nein, nein, nein! Ja, wie lange soll ich noch machen? Ach so, ich dachte, das ist jetzt ein anderer. Okay. Ich darf während des Kampfes nicht essen. Oh nee, der hat sich wieder hochgeheilt. Willst du mich verarschen? Kann ich nicht. Das ist euer Ernst. Gesundheit. Und das. Es dauert nur so lange, bis ich aufladen kann. War schon immer Fernkämpfer, Leute. Nehmt es mir nicht übel. Ich weiß, das ist langweilig so, aber ich will keinen Schaden nehmen. Ich bin ja mit so viel verballert. Boah, jetzt geht der zurück. Ist das dein Ernst? Das wirst du bereuen. Ja, wieso hat er das nicht gemacht? Und wieso läuft er jetzt? Oh, das war ein Doppel. Ich würde gerne die Kräfte von der Hexe haben, ganz ehrlich. Siehst du Angst? Ich lach dir ins Gesicht. Ich hoffe nur, dass es nicht so endet wie bei Scar. Nein, 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 nein. Eine Spalte. Das wirst du bereuen.
blöd ist auch, ich kann auch nicht den... Doch, jetzt kann ich sie. Gar keinen Schaden irgendwie, ne? Nein! Was ist mit der Hexe? Ich verstecke mich nicht hinter der Hexe, nein. Alles in Ordnung? Ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Oh Gott, unnötigerweise vor allen Dingen. Sind wir im Labor des Elfen. Der Elf hat noch eine Nachricht für Ciri hinterlassen. Na schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Cyrael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem. Hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch, den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben Sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten Sie mehr Zeit gehabt, hätten Sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ja. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Du kennst diese Hexen. Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herren des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Hm. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber... In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Hm. Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt.
Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cecilia wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Das wäre sehr schön, ja. Hier war doch noch irgendwas. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Oh. Was ist hiermit? Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Ja, das ist toll. Du sollst die Sachen eigentlich nehmen. Nehmen kann er sie nicht, oder was? Das ältere Blut. Oh, was hier? Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Okay. Was ist das? Moment, das können wir einsammeln. Aber diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Die Bärenlegende. Schatz, ich denke an dich. Du weißt warum. Oh, wir haben ja was. Moment, oder? Nee. Aber da ist was. Guck mal hier. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Danke. Naja, wenn du in der Luft ein Flimmern bemerkst, gehe darauf zu und drücke in der Nähe A, um die Illusion aufzulösen. Ja, das ist ja... Ne, hier ist so ein Flimmern, zack. Das ist ja einfach. Die Frage ist, wie lange brauchen wir noch, um hier rauszukommen? Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Naja, ich meine, ne? Sie hat ihm ja auch geholfen. Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan. Hier finden wir bestimmt etwas. Ja, bevor ich jetzt aber hier rausgehe, genau, ich muss mal eben nachschauen. Charakter, wir haben doch noch einen Punkt bekommen, ne? Zwei Punkte haben wir sogar schon, okay. Dann zusätzliche Freischaltung nötig 5, also Level 5 nehme ich mal an. Erhöht die Chance auf kritische Treffer. Verringert den Schaden durch Treffer, die beim Ausweichen erlitten werden. Das wäre natürlich geil. Brauchen wir auch nur einen Punkt für. Das ist alles 3 hier oben. Beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Ja, da würde ich mal sagen, ich spare mal auf die nächste Stufe. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Das ist ja, ja, das sind die Kernfähigkeiten. Hier wollte ich eigentlich einen kleinen Cut machen, aber da es danach nicht mehr so lange geworden ist, machen wir hier einfach direkt weiter. Gerade gar nicht. Sie ist auf jeden Fall hier rumgelaufen. Wir haben die Hexe nämlich mitgenommen. Sie steht hier vorne und sie sucht ihre magische Lampe. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Solange es nur Rätsel sind und ich nicht kämpfen muss, ist alles gut. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß.
Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Ja, leider. Also der zweite und der dritte, die spielen irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Nö, werden wir nicht, aber ja, also der spielt Laute. Der nicht und der nicht. Muss man da irgendwie drücken? Untersuchen? Also einer mit einer Laute hat einen Hund und einer ohne Laute hat einen Hund. Können wir das Rätsel doch nochmal wiederholen? Oh, scheiße. Oder muss ich sie nochmal fragen? Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Drei Tier? Der vierte ging nicht neben dem ersten. Doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Also, ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge rausfinden. Vier Statuen. Alle sehen gleich aus. Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge anzünden. Rausfinden. Vier Statuen. Alle sehen gleich aus. Nein, tun sie nicht. Also, der erste ohne Laute. Der zweite mit Laute ohne Hund. War richtig, ne? Nein. Setz dich da. Warte. Gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter der Wand da. Der dritte ohne Laute mit Hund. Und dann der vierte. Mal sehen, ob es richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Es hat funktioniert. Oh Gott. Okay. Wessen Nein! Grab ist ich war das gerade im Einsammeln. Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kreginnan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Darf ich jetzt bitte endlich mal die Sachen nehmen? Danke. So, das ist nur alles... Nee, aufnehmen. Jetzt versperrt die mir hier den Weg. Ich glaube, es hackt. Notizen eines Wissenden. Tag 3275. Letzte Schlüsse bezüglich der Lampe. Meine Erfahrungen mit der Zauberlampe bestätigen zweifelsfrei, dass durch ihre Verwendung Kontakt mit aktiven Zentren kondensierter Geistesenergie hergestellt werden kann und eine Kommunikation der letzten Erinnerungen des Wesens möglich ist. Die Geistesenergie, die von Lara Dorrens Überresten emittiert wird, ist allerdings völlig iniert. Und dies trotz der gewaltsamen Todesumstände, welche die gewünschte Tendenz doch hätten verstärken müssen. Lara bleibt still. An diesem Punkt erschienen weitere Nachforschungen zu Lampen, die Kontakt mit dem Toten ermöglichen, für meine Zwecke gänzlich unbrauchbar. Ja, verschwinden wir von hier. Achso, da soll mal rausgehen, ne? Machen wir mal ein bisschen Feuer so für unterwegs. Können wir auch wirklich mal verschwinden ohne Gegner? Nein, da hinten ist schon wieder irgendwas. Ihr könnt mich doch alle gehen mal. Nee. Ja, wir gehen. Kann ich hier auch mal hoch? Mann.
Das Auge von Nehaleni. Ich sollte es benutzen. Ja, dann mach. Ich hab schon zweimal gedrückt. Der süße Duft der Freiheit. Da ist sogar ein Boot. Und irgendwas Ekliges im Wasser. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ja, sie muss ihn um einen Gefallen bitten. Das ist toll. Warum kommt sie da nicht einfach zu ihm? Ich versuch's. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. Das hörte sich jetzt irgendwie viel zu sehr nach einer Einladung ins Bett an. Ja, begib dich zur Burg des Barons. Neue Questeinladung, okay. Wir sind wieder auf der Weltkarte, sehr schön. Und wir müssen zum Baron, der dürfte dann hier sein. Genau, wir müssen dahin. Ja, dann würde ich doch eigentlich mal glatt behaupten, dass wir den Cut, den ich vorher eigentlich gemacht hatte, nicht gemacht haben. Ich das Ganze ein bisschen zusammenschneide, also wundert euch nicht. Und dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache. Und, ja. Ich dachte gerade schon, der kommt auf mich zu. Ich beobachte gerade schon die Minimap da oben. Hier erstmal einen kleinen Cut mache. Und dass wir dann die... ja, andere Quest in der nächsten Folge beginnen werden. Mit dem Baron. Bis zur nächsten Folge. Ciao!